eine Arena trainieren. Mal was anderes. Also, ich habe jetzt wie folgt das Team zusammengestellt. Und zwar, ah, super, das funktioniert wieder nicht. X, 6, 6, so. Trainieren. Okay, so. Ich, ja, also auf jeden Fall habe ich mal zwei Dicktrees eingepackt, um das Pinsir platt zu machen. Ich hoffe, das reicht aus. Ich habe gedacht, naja, wenn das hier nur drei Pokémon sind, dann sollten diese zwei hier ja locker reichen. Dann habe ich hier ein Tentoxa, das sollte Blizzard haben. Und da es zwei Dragorans sind, dann noch ein bisschen Elektro gegen den Flug-Typ. Und mal schauen, wie das läuft. Ich bin gespannt, weil das Problem ist, okay, da habe ich schon mal ein falsches Dicktree dabei. Das Dicktree kann definitiv einen anderen Charge Move. Ach je, das tut ja richtig weh. Ah, stimmt. Ist natürlich blöd. Ich glaube, Pinsir kann eine Kampfattacke. Und diese Kampfattacke ist ja, ist effektiv. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt, das hat irgendwie ganz schön Schaden gemacht. Klar, 700 WP, das ist doch eine ganze Menge. Aber allein der Quick Move hat jetzt abartig viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Ja, Eis ist halt leider nicht effektiv. Aber dass das Pinsir Klammer kann, ist gar nicht so schlecht, weil da kann ich jetzt nicht ständig ausweichen. Na gut. Jetzt mal schauen, wie ich mich gegen die zwei Dragoran schlage. Natürlich hält jetzt das Tentoxa weg. Also machen wir es lieber mit Donner, Blitz und hier mit Donner. Ach je, was war das denn? War das die Drachenklaue? Oh je. Okay. Drachenklaue. Autsch. Nicht sehr effektiv. Daher war die Wahl nach einem Stahl-Pokémon gar nicht so schlecht. Aber der Charge-Move von den beiden war jetzt nicht so toll. Ne, es war definitiv keine gute Wahl. Ich bin ja jetzt schon mit meinen Pokémon fast am Ende und habe das zweite Dragoran noch nicht besiegt. Ah, ist das blöd. Und wie viele Punkte kriege ich dafür? 900, ja. So schlecht. Schade. Naja, erneuter Test. So, ein weiterer Versuch oder Test. Knuddeluff gegen Pinsir und der Rest gegen Dragoran. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Also Knuddeluff habe ich genommen wegen der starken KP-Werte und hoffe, dass er es lang genug durchhält, um Pinsir guten Schaden auszuteilen. Auch wenn keine Effektivität herrscht. Auf jeden Fall nicht mit Klammer. Ah, schon kaputt. Ist echt heftig. So, dann hier. Das ist ein Magneton mit Elektro- und Lichtkanone. Das wollte ich eigentlich gegen Dragoran einsetzen. Jetzt ist endlich mal das Pinsir platt. Das sollte mindestens 1000 Punkte geben. Aber wenn ich das Dragoran nicht platt mache, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus mit den 1000 Punkten. 1000 Punkten. So, bin ich zu spät ausgewichen? Echt? Mann! Also irgendwie, ich weiß nicht. Mal gucken, wie sich hier Austausch hält. Ich hätte mehr Austausch mitnehmen sollen, um das mal richtig ausprobieren zu können. Oh, interessant. Hatte ich nicht nur gerade einen Quick Move eingesetzt? Also irgendwie, ich glaube, irgendwie habe ich Internetprobleme. Das zieht irgendwie alles so komisch nach. Das ist ganz merkwürdig. Und mit Giflor brauche ich wahrscheinlich nicht ausweichen. Das ist immer. Ich denke dann immer, ich kann, aber ich darf noch gar nicht. Weil die Attacke so lange dauert. Hyperstrahl. Aha.
ausgewichen, gestorben. War ja nicht mehr viel drin. So. Simon. Komm. Ey, da fehlt echt nicht mehr viel. Simon, das letzte, was ich habe, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann beeile ich mich mal. Komm, 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 mach's weg. Ah, toll. Ich bin vorher gestorben. Habe ich noch was? Nö. Ach Mensch. 1800. Ja, immerhin. Jetzt kann ich wenigstens was reinsetzen. Weil eigentlich habe ich keine... Ja, obwohl, eigentlich habe ich jetzt jede Menge Zeit. Der Bus ist nämlich jetzt weg. Ah, ich könnte mein Relaxo reinsetzen. Ich hatte doch gesagt, ich will vorher noch ein Power-Up reinlegen. Reinlegen ist gut. Power-Up, ja. So, 48. Und Relaxo, rein mit dir. Und damit bin ich jetzt an dritter Stelle. Das ist so hart. Ich meine, ich könnte fast wetten, die zwei Dragorans, die hier noch drin sind, die sind schon seit Anfang an drin. Oder schon sehr lange drin. Die sind nicht frisch. Ich glaube nicht, dass sie frisch reingekommen sind. Diese Arena wird meistens nicht auf Null gespielt.